Ja, liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde einer neuen Mobilität, lieber Hermino, danke, dass ich nach dir sprechen darf. Und ganz herzlichen Dank für die seit Jahren gute Zusammenarbeit zwischen uns im Ministerium und dem Landesarbeitskreis. Dank an den Landesvorstand, an die Fraktion. Ich glaube, es gibt kaum einen Bereich, wo man so eng und so gut zusammenarbeitet. Ich bin jedenfalls sehr dankbar und sehr zufrieden, dass es so saumäßig gut klappt. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, die Bahnstreiks der letzten Tage haben, glaube ich, ziemlich deutlich gemacht, wie angewiesen wir sind auf eine funktionierende Bahn, auf einen funktionierenden Nahverkehr. Der Jammer war groß wegen ein paar Streiktagen. Übrigens am meisten gejammert haben die Autofahrer. Und das ist ja nicht von ungefähr. Man muss sich mal klar machen, nur etwa 15% unseres Verkehrs läuft über die Schiene und davon sind noch nicht mal alle Züge ausgefallen. Und das hat schon dazu geführt, dass nicht nur auf den Bahnhöfen Chaos war, sondern auch auf den Straßen, in Stauräumen in Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, überall war das Chaos perfekt und zwar auch auf der Straße. Das zeigt uns, wie angespannt, wie fragil unsere Verkehrsinfrastruktur, unser System ist und wie sehr wir im Alltag und in der Wirtschaft einfach davon ausgehen, dass es immer funktioniert. Und jetzt kommen mal die Streiks dazwischen, aber ich kann euch sagen, es sind nicht die Streiks, die in Zukunft unsere Mobilität bedrohen, sondern es ist die Tatsache, dass wir über viele Jahre, um nicht zu sagen Jahrzehnte, zu wenig investiert haben, zu wenig modernisiert haben, zu wenig getan haben im Bereich des Verkehrssystems. Staus, Zugverspätungen sind eben nicht nur Folge von Streiks, sondern auch von ausgebliebenen Sanierungen, von nicht modernisierten Weichen. Und Staus sind natürlich auch die Folgen von einer verfehlten Politik, die in die verfehlte Infrastruktur investiert hat, sich in Großprojekten verfangen hat, das Geld in Großprojekten auch verschwendet hat und den Alltag des Systems nicht wirklich aufmerksam genug bearbeitet und verbessert hat. Übrigens, jahrzehntelang hat man eigentlich geglaubt, wenn ein Stau ist, musst du nur eine neue Straße bauen. Inzwischen deutet auch dem letzten CDUler, dass man mit der Straße, mit der neuen Straße nicht gleich die Staus löst und bisweilen eigentlich nur den nächsten Stau produziert und zwar nur ein paar Kilometer später. Also wir sind da sehr skeptisch. Der Winfried Kretschmann hat es gestern, glaube ich, sehr gut gesagt. Man kann den Staus nicht hinterherbauen, man braucht andere Konzepte, wir müssen dagegen steuern. Und wir tun das, und zwar ganz konsequent, und zwar im Land, wie auf Bundesebene über Bundesrat oder Bundesverkehrsministerkonferenz. Ich betrachte das als einer meiner größten Erfolge, dass es uns gelungen ist, dass inzwischen unisono alle Landesverkehrsminister und sogar die beiden CSU-Bundesverkehrsminister inzwischen einsehen, dass Erhalten und Sanieren vor Außenneubau kommen muss. Das ist ein Riesending, das ist wirklich ein Qualitätssprung, ist eigentlich ein Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik. Und jetzt müssen wir die aber allerdings auch umsetzen und nicht nur Bekenntnisse abgeben. Das Defizit ist gewaltig. Alleine am Erhalt fehlen uns Jahr für Jahr etwa 4,5 Milliarden. Und wir müssten, um die nicht gemachte Sanierung der letzten 10, 20 Jahre nachzuholen, brauchen wir weitere Milliarden. Insgesamt fehlen uns pro Jahr 7,2 Milliarden und dann haben wir noch nichts Neues gebaut. Und wenn ich mir das anschaue, was wir für Finanzierungsprobleme haben, dann muss ich schon sagen, dann ist die Dobrindtsche Mautgeschichte eine Tragikomödie. Tragisch und komödiantisch ist sie beides. Wenn man sich mal klar macht, er organisiert eine Maut, die er jetzt ein Jahr lang hat er das ja ausgebrütet, die Quadratur des Kreises. Ich finde, herausgekommen ist ein faules Ei. Aber wenn man sich mal klar macht, er nimmt 3,7 Milliarden mit dieser Maut ein, die alle bezahlen, aber am Ende nur die Ausländer. 3,7 Milliarden nimmt er ein, 3 Milliarden muss er wieder zurückgeben an die Deutschen.
Mindestens 200 Millionen sind die Systemkosten, mindestens 300 Millionen braucht er, um in das System überhaupt zu investieren. Bleibt am Ende im Glücksfall 100 oder 200 Millionen bei einer Einnahme von 3,7 Milliarden. Was für eine Effizienz, was für eine Bürokratie, was für ein Schwachsinn. Die Ausländermaut ist eigentlich was, was keiner wollte. Und erstaunlich ist, die ganze Republik hat sich jetzt ein Jahr lang mit diesem Zeug beschäftigt. Und das, obwohl die Verkehrsministerkonferenz mit dem Bundesminister für Verkehr vor einem Jahr einen einstimmigen Beschluss gefasst hat, dass wir zuallererst die Lkw ausweiten wollen auf kleine Lkws, auf Bundesstraßen, auf das nachgelagerte Netz, dass wir einen Sanierungsfonds brauchen aus zusätzlichen Haushaltsmitteln und dass dieses Konzept gestuft abgearbeitet werden soll. Dafür gab es Konsens. Was nicht konsensual war, war etwa eine intelligente Pkw-Maut, wie ich sie eingebracht habe. Aber was gar niemand wollte, das war die Ausländervignette. Und beschäftigen tun wir uns nur mit der Ausländervignette, die nichts bringt, die vielleicht jetzt nicht mehr dem kleinen Grenzverkehr schadet, aber dem ganz großen europäischen Grenzverkehr in jedem Fall schadet. Und wir kommen nicht weiter. Ich habe den Eindruck, die ganze Republik wird von den CSU Stammtisch- und Bierzeltpolitik am Nasenring durch die Republik gezogen und von den eigenen Problemen abgelenkt. Dobrindt hat in einem Jahr 95% seines Engagements für 5% der Einnahmen verwendet, das muss man sich mal klar machen, und alle anderen Themen nicht bearbeitet. Und davon gibt es viele. Und davon gibt es auch viel zu tun. Wir haben als Verkehrsminister nicht nur gesagt, wir wollen mehr Geld, sondern wir haben auch gesagt, wir wollen eine andere Politik machen. Und dazu brauchen wir eine andere Art der Finanzierung. Das ganze Finanzierungssystem zwischen Bund und Ländern ist völlig überkommen. Das Jährlichkeitsprinzip führt zu absurden Geschichten. Kein Projekt kann dauerhaft finanziert werden. Es ist den Landesministern nie klar, wie viel Geld sie am Ende des Jahres bekommen, wie sie das umsetzen wollen. Es ist weder transparent die Entscheidung noch verlässlich. Und das wollen wir alles ändern. Da muss er sich ranmachen, das muss die Bundespolitik endlich in die Hand nehmen und lösen. Die Herausforderungen im Verkehr sind gewaltig. In Baden-Württemberg sind ein Drittel aller CO2-Emissionen kommen aus dem Verkehrssektor. Das ist inzwischen mit Abstand der größte Bereich vor Energie, vor Haushalte, vor Industrie. Das heißt, wir müssen es schaffen, uns mobil zu halten, Transporte für die Wirtschaft zu ermöglichen, ohne dauerhaftes Klima zu ruinieren. Und das in wenigen Jahrzehnten. Das ist eigentlich die Aufgabe. Da müssen wir ran, weg vom El, leiseren Verkehr, weniger Ressourcen verbrauchen und auch weniger Unfälle und Verletzte auf den Straßen. Das muss unser Ziel sein und das verfolgen wir übrigens als Landesregierung sehr konsequent. Und ich glaube, wir haben wirklich einiges erreicht in den 3,5 Jahren, obwohl wir viele, das kann ich euch sagen, viele Altlasten und Erblasten abzuarbeiten haben und die uns gefangen genommen haben und auch uns eingeschränkt haben. Aber wir haben die Weichen richtig gestellt, zum Beispiel beim Ausbau des ÖPNVs, bei dem Schienenpersonennahverkehr, bei den Stadtbahnen, bei den S-Bahnen. Da haben wir, glaube ich, richtig viel bereitgestellt, Landesmittel bereitgestellt, dass die Kommunen, dass die Regionen wirklich auch mitmachen können. Und wir setzen jetzt darauf, dass endlich auch das Geld vom Bund kommt. Wir haben wirklich im Straßenbau eine Kehrtwende gemacht. Wir haben konsequent die alten Maßnahmen abfinanziert. Wir haben aber auch konsequent umgesteuert hin zur Sanierung. Und was ich besonders gerne sage, wir haben auch endlich das Fahrrad als Verkehrsmittel entdeckt. Manchmal schimpfen mich ja die CDU-Politiker, ich wäre ja nur ein Radminister. Also abgesehen davon, dass wir im Schienenbereich, im Straßenbereich, selbst in der Luftverkehr, in allen Bereichen weit mehr hingekriegt haben als die CDU. Aber weit mehr. Das ist überall vorangegangen. Aber für mich ist Radminister ehrlich gesagt kein Schimpfwort. Das finde ich richtig ein Lob.
Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, inzwischen gibt es wenigstens ordentlich lesbare Radschilder. In diesem Sommer alle aufgestellt. Wir haben ein Landesradverkehrskonzept, ein Landesradnetz, wir haben eine Radkultur entwickelt und wir fördern die Infrastruktur für die Kommunen, aber auch auf Landesebene. Das ist sozusagen das eine. Aber wir drängen auch darauf, dass alle mitmachen, dass wir diesen Anteil erhöhen. Aber wir kümmern uns eben nicht nur ums Rad, sondern der ÖPNV ist für uns sehr wichtig. Und ich sage euch, auch mit Elektroautos kann man Staus nicht bekämpfen. Da kann man die Emissionen senken. Aber wir müssen in den Städten, in den Ballungsräumen zu einer anderen Verlagerung, Verteilung des Verkehrs kommen. Wir brauchen einen höheren Anteil öffentlichen Verkehr, sonst werden wir den Staus nicht Herr werden. Und wir müssen mit dem öffentlichen Verkehr eine Mobilitätsgarantie leisten. Und das haben wir uns vorgenommen bei den Ausschreibungen, wie aber auch bei unserem Busreformkonzept. Das Leitbild ist immer, wir wollen über den ganzen Tag einen Stundentakt übers ganze Land anbieten, sodass jeder, der kein Auto hat, mit dem öffentlichen Verkehr sicher morgens bis abends auch heimkommen vom Theater, nach Hause kommen kann und nicht mehr aufs Auto angewiesen ist. Das ist unser Ziel, das wollen wir bis 2030 erreichen und das ist sehr ambitioniert. Aber auch hier muss ich ganz klar sagen, was wir alles konzeptionell entwickeln und anstoßen, wird nicht gehen, wenn wir vom Bund keine weiteren Regionalisierungsmittel bekommen, wenn nicht endlich die GVFG-Finanzierung geklärt wird, wenn nicht endlich eine Nachfolgeregelung für Entflechtungsgesetz gemacht wird, dann sind das alles Träume. Und es ist ein absoluter Skandal, dass zum Ende des Jahres die Regionalisierungsmittel auslaufen und es bis heute nicht geklärt ist, wie es weitergeht. Das haben drei CDU-Regierungen nicht geschafft, da irgendwie eine Lösung hinzufinden. Das ist der eigentliche Skandal und das muss man auch hier mal in aller Klarheit sagen, an die Adresse des Bundes und an den Bundesfinanzminister. Und wir können euch schon mal darauf gefasst machen, wenn wir Züge abbestellen müssen, dann werden wir die aber alle Schäuble-Züge nennen. Denn der ist der wahre Bremser. Schäuble ist der wahre Grenzer in der Auseinandersetzung zwischen der Finanzierung zwischen Bund und Ländern. Er schiebt alles auf die lange Bank, versucht alles in den großen Topf der Finanzreform zu schieben und damit alle Lösungen sozusagen auf Jahre hinauszuschieben, die jetzt aber eine Lösung brauchen. Bei den Kommunen, aber auch beim Land. Wir sind in vielen Bereichen, stehen wir da und können nicht endgültig entscheiden, weil es nicht geklärt ist. Ich will als letzten Punkt will ich auch noch deutlich machen, moderne Mobilitätspolitik kümmert sich aber auch um den Einsatz neuer Technologien im Bereich der Straße, im Bereich des Autoverkehrs, vor allem bei der Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger. Früher waren wir stolz, dass wir Bahnpartei waren oder Radpartei, aber heute, finde ich, müssen wir Partei sein der vernetzten, intelligenten, elektrischen Mobilität. Es muss unser Ziel sein, dass es zukünftig eben keine Automaten, keine Wappen und keine Zonen mehr gibt, sondern einen elektronischen Fahrschein, den jeder benutzen kann, der einfach und ohne Barriere zum öffentlichen Verkehr führt. Winfried, der Fahrplan. Der den Wechsel der Verkehrsträger ermöglicht. Auch in dieser Vernetzung haben wir einen großen Schwerpunkt. Wir wollen, dass diese Vernetzung gelingt und dass man eben multimodal unterwegs sein kann. Liebe Delegierte, ich glaube, Verkehrs- und Mobilitätspolitik, das merkt ihr heute in der Debatte, auch in meiner Rede, die rührt die Menschen, die berührt die Menschen, die ärgert die Menschen. Und wir können mit diesem Thema, glaube ich, ziemlich viel bewegen und ziemlich viele Menschen auch gewinnen. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass wir das sehr ernst nehmen. Auch im kommenden Landtagswahlkampf das zu einem Schwerpunkt machen, neue Mobilität, die nachhaltig ist, die vernetzt ist, die intelligent ist, klimafreundlich und umweltfreundlich. Wir stehen für eine solche neue Mobilitätskultur. Dieser Antrag ist sehr gut ausgearbeitet, ist ein breites Spektrum. Ich kann nur sagen, für uns in unserer Ministeriumsarbeit eine richtig gute Unterstützung. Es ist Stoff für diese Periode, für die nächste und für die übernächste. Lassen Sie uns das angehen. Vielen Dank. Applaus